Die Entwicklungsgeschichte des Jagdpanzer Ferdinand ist gut bekannt. Als die neue Ausschreibung zur Entwicklung eines schweren Panzers stattfand, konkurrierte Porsche und Henschel miteinander. Porsche war sich des Sieges sicher und hatte schon mal 90 Wannen gebaut. Jedoch, für ihn unerwartet, wurde Henschel bevorzugt. Hitler und Speer entschieden jedoch, dass die fertigen Wannen nicht verfallen sollen und ließen Jagdpanzer daraus bauen. Im Frühjahr 1943 waren die meisten Jagdpanzer, die Ferdinand genannt wurden, fertig. Insgesamt wurden 90 Stück gebaut, obwohl die Abschusslisten der Gegner von Nazi-Deutschland oft mehrere hunderte von Ferdinande aufweisen. Es wurde noch nicht verstanden, wie man die Ferdinande einsetzen sollte. Diese Jagdpanzer hatten eine ausgezeichnete Kanone PAK 43, 8,8 cm, eine starke Panzerung von 200 mm frontal, sehr gute Zieloptik. Aber man setzte sie wie Sturmpanzer ein. Es wurden auch von Anfang an Verteidigungs-MGs geplant. In der Frontplatte gab es einen Ausschnitt dafür, aber dieser wurde zugeschweißt. Somit hatten diese mächtigen Maschinen keine Möglichkeit, die gegnerische Infanterie zu bekämpfen. Nach der Fertigstellung wurden die Maschinen zu zwei schweren Panzerjägerabteilungen, die 653. und die 654. zusammengeführt. Diese bildeten das 656. Panzerjägerregiment. Dieser sollte zu Beginn der Schlacht am Kursker Bogen eingesetzt werden. Guderian überwachte die Übungen mit dem Ferdinand und entwickelte die Einsatztaktiken. Von daher ist nicht klar, warum diese Maschinen später so eingesetzt wurden, ab Sommer 1943 und auch danach. Aber Guderian schrieb später einen Bericht über die falschen Einsatztaktiken der Ferdinande und über die Mängel der Konstruktion. Der einzige Tag, an dem die Ferdinande vollzählig eingesetzt wurden, war 5. Juli 1943, der erste Tag der Kursker Bogenschlacht. Sie betraten das Schlachtfeld vollständig, was hinterher nie wieder geschehen ist. Also treten beide Abteilungen auf ihre Gebiete in die Schlacht. Die funkgesteuerten Tankwetten Borgward müssen die Wege in den sowjetischen Minenfeldern räumen. Jedoch waren sie erheblich leichter als die Ferdinande. Ihre Ketten hinterließen keine Spuren. So wussten die Ferdinandfahrer nicht, wo der Weg frei ist und wo nicht. Viele Ferdinande fuhren auf Minen. Eine der sowjetischen Kanonen traf eine Borgward-Tankette. Die Maschine detonierte zusammen mit einer anderen Tankette. Ein Panzerbefehlswagen 3, der in der Nähe war, explodierte auch mit. Es ist ein Fall bekannt, wo ein Panzer T-34 des Kommandeurs Alexei Jerochin einen Ferdinand zerstörte durch mehrmalige Treffer, die keinen Durchschlag zur Folge hatten. Obwohl Jerochin tatsächlich tapfer kämpfte und mehrere Tigerpanzer abgeschossen hatte, was durch Dokumente bestätigt wird, wurde dieser Ferdinand nicht durch ihn abgeschossen. Dieser Ferdinand wurde durch die Treffer von 7 verschiedenen Maschinen zerstört. Am zweiten Tag des Kursker Bogen sollten die Ferdinande in Offensive gehen. Die Maschinen zeigten sich schlechter als erwartet, daher entschied man sie bei der Offensive auf Ponneri einzusetzen. Dies wurde in den darauffolgenden Tagen getan, zuletzt am 9. Juli. Ferdinande wurden wieder als Sturmpanzer eingesetzt, dort wurde sehr viel sowjetische Artillerie gesammelt. Ponneri wurden nicht eingenommen. Hier zu sehen ist ein Ferdinand, der durch eine 203 mm B4-Haubitze abgeschossen wurde. Weiterhin wurden die Ferdinande in der Rolle der Feuerwehr eingesetzt. Nach dem missglückten Sturm von Ponneri wurden sie in Kampfgruppen auf verschiedenen Frontabschnitten eingesetzt. An diesem Ferdinand ist an der Frontplatte ein Schädel abgebildet. Daher gab es ein Gerücht, dass es zu einer SS-Division gehörte, was falsch ist. Insgesamt wurden 39 Maschinen bei Kursk verloren. Die restlichen brauchten eine Generalüberholung. Dafür mussten sie ins Hinterland geschickt werden. Zwei Wochen lang wurde diskutiert, wie die Ferdinande nun einzusetzen sind. Guderian schrieb an Hitler, dass die 653. Abteilung auf Jagdpanzer umgeschult werden sollte und die verbliebenen Ferdinande im 654. zusammengeführt werden sollten. Doch es kam anders. Die verbliebenen Maschinen überführte man in die 653. Abteilung und schaffte sie nach Dnepropetrovsk, wo sie repariert werden sollten. Dieser Prozess nahm sehr viel Zeit ein, doch das wollte man auch wieder nicht abwarten und fasste die bereits fertig reparierten Panzer zusammen in Gruppen und schaffte sie in den Kampf. Die Ferdinande sollten jetzt in der Ukraine eingesetzt werden, bei der Verteidigung des Brückenkopfes am Dnieper und bei Brückenkopf Nikopol. Angeblich hatte Guderian das auch wieder im Nachhinein vorhergesehen, dass das nicht gut ausgeht. Es ist eine Episode bekannt vom 23. November 1943 am Brückenkopf Nikopol. Drei schwere Jagdpanzer Ferdinand sollen 54 sowjetische Panzer zerstört haben. Jedoch schrieb Guderian an Hitler in seinem Schreiben über 8 Ferdinande statt nur 3. Ein deutscher MG-Schütze, Hans-Gin Schamant, der ein Augenzeuge dieses Gefechts aus seinem Schützengraben war, schrieb über nur 17 sowjetische Panzer. Also liegt eine Reduzierung um ein Mehrfaches vor. Bei Kursk wurden 502 sowjetische Panzer von ca. 60 Jagdpanzer Ferdinand abgeschossen, entsprechend den deutschen Abschussberichten, wobei laut den Berichten geschossen wurde, bis die Rohre geglüht haben. Bei Wintereinbruch stellte sich eine weitere Schwäche der schweren Jagdpanzer in der Ukraine heraus, das schwache Fahrwerk. Die Mannschaften waren gezwungen, das Eis an den Maschinen mit Lötkolben aufzuschmelzen. Tiefer Schnee war für das Fahrwerk tödlich. 4 Maschinen brannten auf dem Marsch aus. Guderian berichtet an den Führer, dass die Maschinen abgezogen werden sollten, da sie nicht in tiefen Schnee und Schlamm eingesetzt werden können.
Die Entscheidung zum Abzug der Maschinen wurde getroffen. Das war vor Weihnachtszeit und es herrschte Feststimmung. Ein Funker schrieb: 17. Dezember, es schneit. Wir verladen den Ferdinand. Plötzlich werden wir angegriffen und der Ferdinand muss wieder runter von der Plattform. Zu dieser Zeit wird wieder von 67 abgeschossenen sowjetischen Panzern berichtet. Die Ferdinande wurden zu einer Generalüberholung nach Wien geschickt. Die erbeuteten Jagdpanzer Ferdinand wurden durch die Sowjets Beschusstests unterzogen. Die ersten Tests fanden direkt nach dem Kursker Bogenschlag statt. Die Panzerung erwies sich als sehr stark. Bei weiteren Tests im Herbst 1943, Winter 1944 wurden die Maschinen mit allem beschossen, was zur Verfügung stand. Die 45mm 20K Kanone, die auf leichten Panzer T-70 verwendet wurde, kam nicht durch. Als nächstes wurde mit Land-and-Lease-Technik geschossen. Die 57mm Kanonen eines Churchill-Panzers, die meisten Treffer gingen nicht durch. Hier zu sehen Treffer einer M-72-Kanone eines M3-Panzers frontal, kein Durchschlag aus 100 Meter. Dabei trafen die zu Elefant umgenannten Ferdinande auf amerikanische Technik an der Westfront im Frühjahr 1944. Hier zu sehen Treffer einer M61-Kanone des Panzers M3 in die Seite des Ferdinand. Durchschlag auf eine Entfernung unter 500 Meter. Sowjetische 85mm Kanone D5T erzielte seitlich durchgehende Durchschläge. Im Inneren ergaben solche Treffer viele Sekundärsplitter, die tödlich für eine Mannschaft gewesen wären. Die 122mm Kanone D25 ergab einen Durchschlag an der Frontplatte. Der Aufbau wurde nicht durchschlagen. Die Granate blieb stecken. Auf der inneren Seite gab es starke Absplitterungen, tödlich für die Besatzung. Die 152mm Haubitze einer Sud-152 hatte bereits im Laufe der Kursker Schlacht einen Ferdinand zerstört. Im Bild ein Seitentreffer und ein Frontaltreffer aus 1200 Meter. Dann durfte ein Panther ran, der die Frontpanzerung der Wanne durchschlagen hat. Im Aufbau wurden nur Dellen hinterlassen, 17 und 18 cm tief. Ein Unterkaliber-Hartkerngeschoss des Panthers hat den Aufbau des Ferdinand durchschlagen. Beim nächsten Schuss kam auch die panzerbrechende Granate des Panthers durch den Aufbau. Im Bild zu sehen von innen der Durchschlag und darüber rechts der Durchschlag der Unterkalibergranate. Der Panther war also durchaus konkurrenzfähig mit dem Ferdinand, vor allem auch besser manövrierfähig. Im Bild ein Schuss mit der Ferdinand-Kanone auf den Panther, prallte an der oberen Wanne ab, verursachte jedoch einen Panzerungsdurchbruch 300x250mm groß. Das ist der Ferdinand vor und nach dem Testbeschuss. Sowjetisches Infoblatt zur Darstellung der Schwachstellen des Ferdinand und das amerikanische Infoblatt kam lange bevor die US-Soldaten auf Ferdinand trafen. Dazu kam es erst im Frühjahr 1944 in Italien. Zu der Zeit wurden die meisten verbliebenen Maschinen modernisiert, wonach sie offiziell im Mai 1944 in Elefanten umgenannt wurden. Elefant war also keine grundsätzlich neue Maschine, sondern ein modernisierter Ferdinand. Bei der Modernisierung bekamen die Maschinen eine Zusatzpanzerung frontal, die auf 300mm gestiegen ist. Die Maschinen bekamen Verteidigungs-MGs, die Ketten wurden breiter gemacht, ein Ferdinand wurde zum Bergepanzer umgebaut, danach wurden sie nach Italien geschickt. Italien hat sich als ein schlechtes Einsatzgebiet für die schweren Maschinen herausgestellt. Im Bild oben links ist ein sich überschlagener Elefant zu sehen, was beim ersten Einsatz in Italien passierte. Der Jagdpanzer begleitete eine Panzerkolonne, die auf alliierte Truppen traf. Er wollte wenden, kam von der Straße ab und überschlug sich. Es gab keine Möglichkeit, die Maschine zu evakuieren. In der Nacht schlichen sich die Besatzungsmitglieder an die Maschine ran und sprengten sie. Im Bild ein Elefant mit der Nummer 102 vom Hauptmann Ulbricht. An der Seite ist eine Aufschrift zu sehen: Bleib weg, Minenfalle, was die Maschine wahrscheinlich vor Plündern bewahren sollte. Einer der Elefanten fuhr auf eine antike Steinbrücke mit einem Warnschild zur Belastbarkeit. Der Kommandant sieht im Staub auf der Brücke gleiche Kettenspuren. Er denkt sich, wenn ein Elefant passieren konnte, schaffe ich das auch. Der Elefant fährt auf die Brücke, Brücke zerfällt unter ihm, da sie um die 1000 Jahre alt war. Die Maschine überschlägt sich, der Kommandeur wird im Inneren von der Kanone zerdrückt. Andere Besatzungsmitglieder konnten sich retten. Mehrere Maschinen sind auf dem Marsch ausgebrannt. Elefant Nummer 124 wurde von der Besatzung verlassen, als das Fahrwerk kaputt ging, in der Stadt Soriano nel Cimino. In Italien blieben nach der Odyssee um die 3 Maschinen einsatzbereit, davon ein Bergepanzer. Es wurde entschieden, sie von dort abzuziehen. Hier sind Elefante abgebildet, die nach dem Eintreffen an der Ostfront in weichem Grund hängen geblieben sind. Es sind Treibstofffässer zu sehen. Das Bild ist vom 8. April 1944 bei Ortschaft Berishani. Diese 2 Maschinen hatten es also auch hinter sich. Es blieben nur noch 4 Jagdpanzer Elefant. Sie wurden zum Brückenkopf nähe Ortschaft Asavci gebracht. Dort wurden noch 2 Maschinen verloren im April 1944. Da es nur 90 Jagdpanzer Ferdinand insgesamt gab, wurde in diese Richtung nichts mehr unternommen. Das Projekt galt als abgeschlossen. Mehrere abgeschossene Maschinen wurden nicht mehr instand gesetzt, sondern als Ersatzteilspender verwendet. Hier im Mai 1944 in Galizien musste der Lauf des Elefanten nach jedem Schuss gereinigt werden.
Einer der beiden Elefanten, die bei der Berlin-Verteidigung im Frühling 1945 zum Einsatz kamen, nach dem Rückzug aus Galizien, wo von einem sowjetischen Panzer zwei Elefanten abgeschossen werden konnten. Ein Elefant stand im Hinterhalt auf der Straße Richtung Stadt Magerow. Ein schwerer IS-2 des Kommandeurs Slinjaev entdeckte ihn aber bei der Aufklärung und zerstörte den Elefanten durch einen gezielten Schuss. Zwei Wochen später konnte er noch einen Elefanten auf seine Rechnung schreiben. Jedoch ist die Rede im Bericht von einem Jagdpanzer mit 128mm Kanone. Demnach müsste es der sture Emil sein, den es aber seit dem Stalingrad nicht mehr im Gefecht gegeben hatte. Nason durfte das auch nicht sein. Es war also höchstwahrscheinlich ein Elefant. Da Ferdinand Motoren hatte, die sehr viel Treibstoff verbrauchten, war die Treibstoffversorgung etwas problematisch. Teilweise führte man gefüllte Treibstofffässer auf dem Jagdpanzer mit. In der UdSSR wurde als Antwort auf den Jagdpanzer Ferdinand der schwere Panzer IS-4 entwickelt. Da das gesamte Oberkommando der Sowjets von Ferdinand schwer beeindruckt war, es wurde erwartet, dass die Deutschen im kommenden Jahr noch mehr Ferdinande bauen und an die Front schicken werden. Heute wissen wir aber, dass es nur 90 Stück gab. Ebenfalls gibt es die Meinung, dass die Su-100 aus der Inspiration eines Ferdinandes heraus entwickelt wurde, was aber wahrscheinlich ein Mythos ist, da es ganz anders konzipiert ist. Es gibt keine Gemeinsamkeiten. Warum gibt es also so viele Mythen rund um den schweren Jagdpanzer Ferdinand? In erster Linie wegen seiner Einzigartigkeit. Es war eine sehr starke Kampfmaschine mit einer ausgezeichneten Kanone, Zieloptik und Panzerung. Die Mannschaften wurden speziell für diese Maschine ausgebildet. Guderian und Manstein haben nach dem Krieg zugegeben, dass die Maschinen falsch eingesetzt wurden. Sie sollten nicht als Sturmpanzer an der vordersten Front sein, sondern eher als Maschinen der zweiten Linie eingesetzt werden. Sie hatten keine Bewaffnung gegen die Infanterie. Sie mussten aber durch die Verteidigungslinien durchbrechen, wo es viel Infanterie gab. Sie wurden durch Artillerie abgeschossen und fuhren viel auf Minen. Es gibt einen bestätigten Bericht über einen mit einem Granatenbündel zerstörten Ferdinand. In Italien wurde ein Elefant mit einer Fliegerbombe zerstört, die die hintere Ausstiegsluke traf. Da dort oft Munition gelagert wurde, die über die vorgesehene Norm geladen wurde, hatte die Maschine keine Chance. Die meisten Verluste gehen aber wohl aufs Konto der Minen und technischen Defekte. Es gibt ein Gerücht, das besagt, dass die Ferdinand-Mannschaften beim Treffen auf Infanterie mit MGs durch den Kanonenlauf des Ferdinand geschossen haben. Da es keine Zeugenaussagen gab, die das bestätigen und keine Fotos, ist das höchstwahrscheinlich nur ein Mythos. Das Schießen auf Infanterie mit der Kanone wurde von Guderian mit Schießen auf Spatzen mit einer Kanone verglichen. Die Sprengwirkung der 8,8 cm Granate war nicht besonders gut. Die Infanterie konnte die Ferdinande aus der Nähe mit Granatenbündel oder Molotow-Cocktail bekämpfen. Am zweiten Tag der Schlacht am Kursker Bogen blieb einer der Ferdinande im Straßenseitengraben hängen. Die Besatzung versuchte was unter die Ketten zu legen, doch es brachte nichts, er war einfach zu schwer. Diese Maschine musste gesprengt werden. Wenn ein Ferdinand liegen blieb, durch einen technischen Defekt oder einen Gefechtsschaden, wurde versucht, diesen durch andere Ferdinande rauszuziehen. Eine solche Episode gab es am letzten Tag der Schlacht um Kursker Bogen. Als ein Ferdinand liegen blieb, wollte ein zweiter Ferdinand ihn abschleppen. Das Feuer wurde seitens der Sowjets eröffnet und die Mannschaft konnte den noch fahrfähigen Ferdinand in Sicherheit bringen. Mannschaftsmitglieder wurden verletzt. In Italien wurde versucht, einen Ferdinand mittels Tigerpanzer abzuschleppen, was keinen Erfolg zur Folge hatte. Es gibt ein Foto, auf dem von einem Ferdinand nicht mehr viel übrig ist. Angeblich war diese Maschine besonders wichtig und die Deutschen haben sie, nachdem sie hängen blieb, mit eigenem Sturzkammbombern zerbombt. Schwer zu sagen, ob das wahr ist. Ein T-34-Panzer konnte einem Ferdinand kaum was antun. Nicht mal die Seitenpanzerung konnte er durchschlagen. Da diese Maschine einen starken Eindruck beim Gegner hinterlassen haben, wurde in jeder Kampfmaschine mit hinterer Kampfraumanordnung ein Ferdinand gesehen. Aus den Memoiren der Soldaten wird klar, dass jede Maschine mit einer solchen Ausführung für einen Ferdinand gehalten wurde. Ferdinande wurden bei Leningrad und in Weißrussland gesehen, wo sie nie waren. Es wird ein Angriff in der Ukraine beschrieben mit einem Ferdinand, der mit Infanterieschusswaffen abgewehrt werden konnte. Das kann natürlich kein Ferdinand gewesen sein. Ein Fall wird beschrieben, bei dem ein Ferdinand selbst in Gefangenschaft gefahren ist. In den Memoiren von Mazzapuro wird beschrieben, dass entweder der Fahrer die Karte falsch gelesen hatte oder etwas verwechselte. Er fuhr ins sowjetische Hinterland, die Soldaten haben den Fahrer ans Licht gezogen, erst da hat er kapiert, wo er ist. In den Memoiren eines Soldaten wird beschrieben, wie sie einen beschädigten Ferdinand gegen die Deutschen eingesetzt haben. Fahren konnten sie nicht, damit aber ein paar Schuss abgeben und so die Deutschen in die Flucht schlagen. Das ist ein klarer Mythos. Den Amerikanern schien den Ferdinand in der Normandie. Angeblich konnten sie mit Artillerie zerstört werden. Bei der Ardennenoffensive sahen die Amerikaner auch mehrere Ferdinande, laut den amerikanischen Wissenschaftlern und Historikern. Jedoch waren es höchstwahrscheinlich Jagdpanzer. Ein russischer Forscher Swerin zählte um die 800 falschen Kampfauftritte der Ferdinande, die beschrieben wurden. In den meisten Fällen waren es jedoch andere Kampfmaschinen, die jedoch ebenfalls eine harte Nuss für ihre Gegner darstellten.